Hallo liebe Freunde und willkommen zu unserer ersten Begegnung im Battle um die Wüste Takia. Mit mir dabei mein Co-Moderator Ralf. Mahlzeit, liebe Magic-Community. So, heute treten Temur gegen Mardu an. Und das wird auf jeden Fall ein heißes Match. Temur, bekannt für seine großen Kreaturen und durch seinen Ferocious-Effekt, der natürlich dann nur eintritt, wenn die Kreaturen über 4 Stärke oder mehr verfügen. Und Mardu auf der anderen Seite mit dem Effekt Raid, wenn sie angegriffen haben, dann kommen weitere Kreaturen mit Raid heraus und werden dadurch gepusht. Was glaubst du, wie dieses Match ausgehen wird? Im Anbetracht der Tatsache, dass ich da nur eine ausgesprochen unfundierte Meinung habe, ganz klar natürlich Mardu. Also ohne jeden Zweifel. Ja, ich tippe auch auf Mardu. Immerhin, Mardu hat diesen Raid-Effekt. Mardu ist einfach auf diese Offensive ausgelegt. Temur, gut, wenn sie rauskommen und die dicken Kreaturen am Start haben, definitiv ein ernstzunehmender Gegner. Wir werden mal sehen, was daraus wird. Und ich würde sagen, wir öffnen damit auch einfach das erste Match. So, mal sehen, wer anfängt. Oh, ganz klar, Temur bekommt den Startschuss. Und ich bin mal gespannt, wie die Starterhand aussieht. Sehr entscheidend, eine Starterhand gut zu haben. Da sollte man vielleicht nicht mit dem Mulligan geizen. In der Tat. Mulligan an der richtigen Stelle kann natürlich genauso spielentscheidend sein, wie eine mittelprächtige Hand auch spielentscheidend sein kann. Ah, hier sehen wir, beide scheinen ihre Hand zu halten. Temur sortiert sogar die Karten. Das ist länger nicht mehr gesehen. Ja, Mardu übt noch das Durchmischen, aber beide scheinen zufrieden sein. Und die Eröffnung ist Temur mit einem Dreierland. Kommt getappt ins Spiel, somit verliert er. Ja, er verliert keine Runde. Wie soll ich es ausdrücken? Ja, solange er keinen Ein-Mana-Slot zur Verfügung hat auf der Hand, relativiert sich das nämlich genau in dieser Sekunde schon. Da hast du auch wieder recht. Ganz klarer Vorteil. Da hast du recht. Gut, beide kommen noch nicht raus. So, jetzt haben wir natürlich den Mana-Pool schon. Temur hat auf jeden Fall 2 auf der Hand gehabt, daher kein Mulligan. Ich schätze, das sieht bei Mardu gleich aus. Ich persönlich starte nicht unter 2 Ländern auf der Hand. Wie sieht das bei dir so aus? Oh, da gibt es schon einen Lebenspunkt bei Mardu. Ja, ist natürlich immer ausgesprochen abhängig von der Hand und was vielleicht noch an eventuellen Mana-Suchern oder Landsuchern, Mana-Artefakt noch so auf der Hand rumschwirrt, aber unter 2 Ländern geht im Schnitt in der Tat gar nichts. Ja, das sehe ich auch so. Ja, eins der neueren Länder, was hier gespielt wurde. Doppelland möchte ich es nicht nennen, aber man hat die Wahl zwischen halt 2 Farben und es gibt ein Leben, kommt dafür getappt ins Spiel. Und hier kommt der Runeclaw-Bier. 2-2 auf Seiten Temur. Also noch eine ziemlich kleine Kreatur für diesen Clan. Ich hoffe, Mardu kann schnell erwidern. Ansonsten geht das gut bei Temur ein. So, ganz, ganz, ganz wichtig. Aha, 3. Landdrop. Auch hier auf der Seite erfolgreich. Das heißt, beide Seiten haben auf jeden Fall schon mal die kritische Marke von 3 Ländern, nämlich geknackt. Im Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Decks sehr genau 20 Länder spielen, ist es nämlich auch nicht ganz selbstverständlich. Und wenn der letzte Drop, nämlich die 3, dann nicht sitzt, dann geht es manchmal sehr, sehr träge nur weiter. Absolut, das haben wir schon oft gesehen. Besonders, und da kommt auch der erste Angriff. Oh. Ganz besonders, wenn das Gegenüber liegende, die gegenüberliegende Seite dann auch gleich mit 2 kleineren Kreaturen aufwartet. Die setzen jetzt wiederum die Seite von Mardu ziemlich unter Druck. Wenn jetzt nämlich nichts kommt, heißt es nächste Runde schon mal 4 auf die Mütze und das summiert sich. Ja, das ist richtig. Und Mardu überlegt auch schon etwas länger. Ich denke, er hat etwas, was er sich aufheben möchte, aber er überlegt, ob er die 4 doch noch nimmt oder nicht. Da hat er sortiert und da kommt auch etwas. Und, okay, wir sehen die Vollen des minus 1, minus 1, er möchte nicht den vollen Schaden ins Gesicht bekommen. Wahrscheinlich hat er kreaturenmäßig gerade nichts zu bieten, um da einen Block entgegenzuschmettern. Ganz wichtig, 4. Landdrop kam doch noch und ja, gut, minus 1, minus 1, mehr eine Notlösung, aber auf lange Sicht vielleicht das Zünglein an der Waage. Der Temur tappt immer weiter, da scheint nichts abzubrechen. Ja, Das kann man wirklich Kreaturendruck nennen. 3 Runden hintereinander, wirklich Preis-Leistung, solide Power aufs Spielfeld gebracht. Ja, da kommen 3 Schaden rein, Mardu geht auf 16 runter. Und Temur hat jetzt die erste Kreatur mit 4 Power, das heißt sein Effekt, der ist jetzt am Start.
Und da sind wir mal schwer gespannt, ob wir von diesem Mechanismus des Clans auch ordentlich was zu sehen bekommen. Und schau mal, an dieser Stelle sind noch 16 Lebenspunkte übrig. Wenn das -1, -1 jetzt an dieser Stelle nicht gelegen hätte, wären es nur noch zwei Happen, um das Spiel zu beenden, vorausgesetzt, es kommt keine nennenswerte Gegenwehr. Und so ist es mindestens noch eine dritte Runde. Ja, und da auch noch den Lebenspunkt vom Land schon mit einberechnet. Also. Ja, da, das wird bei den berühmten Zünglein an der Waage, wie eben schon erwähnt. Aber dennoch, nichtsdestotrotz, es muss jetzt hier auch eine Kreatur raus oder wenigstens irgendwas, was Removal heißt. Ja, gerade da Madu mit dem Raid-Effekt eigentlich darauf ausgelegt ist, auch relativ schnell rauszukommen und erstmal anzugreifen, auch mit kleineren Kreaturen, um die nächste, die er spielt, dann zu pushen. Oder zu pumpen, eher gesagt. Und nichts kommt gerade von Seiten Madu. Ich glaube, er wird gerade etwas sehr unter Druck gesetzt und bekommt schon schwitzige Finger. Er überlegt sehr lange jetzt seine Handlungen. Ja, so langsam steht er auch natürlich ganz arg unter Zugzwang, aber mit 5 Mana muss einfach irgendwas gehen. Und da kommt auch ein dicker Prügler, der Rough Rider 5-4. Und wenn er angreift, kann er einer Kreatur verbieten zu blocken. Okay, das ist genau die Gegenwehr, von der wir sprachen. Optimal wäre natürlich jetzt nicht 5-4, sondern 4-5, um Absolut. den großen Bären auch wirklich ausstechen zu können. Aber wir wollen nicht meckern. Denn es war höchste Eisenbahn, allerhöchste. Ja, es war schon echt kurz vor Toresschluss. Der Druck bei Temo, ich bin gespannt, ob er ihn weiter aufrecht hält. Also jetzt noch eine Kreatur, das wäre schon. Das wäre für Madu nicht so gut. Oh, und er In interessant, interessant. kommt vorbei. Offensichtlich. Ein offensichtlicher Angriff wäre natürlich nur mit dem Power 4 Bären anzugreifen, um vielleicht einen 1:1-Tausch gegen den Multicolor-Brocken hinzubekommen. Aber hier riecht es natürlich ganz, ganz, ganz schwer auf Seiten von Temur nach dem Combat-Trick und der ist auf Seiten von Mardu auf keinen Fall zu erwarten, da wirklich nichts mehr an Ressourcen verfügbar ist. Ja, und Madu nimmt den Schaden und lässt sich da gar nicht erst drauf ein. Ihnen eins, völlig die ganz klar richtige Entscheidung. Hätte er mit dem 4-2er angegriffen, hätte ich auch gedacht, er will auf den Trade raus oder den Schaden halt durchgehen lassen, weil er sieht, der Block wird vielleicht verboten, wenn er angreift, also nichts großartig zu verlieren. Okay, ein Banner, die Mana-Basis wird weiter aufgebaut bei Timur oder eher ausgebaut. Ja, denn auch da ist bald die Mana-Pracht so weit gediehen, dass man da auch mit der nächstgrößeren Generation von Kreaturen aufwarten kann. Ja, absolut. Madu hat definitiv genug Mana. Ich weiß nicht, seine Hand, wie die aussieht, aber Ja, ich er scheint da kleinere Probleme zu haben. würde auch liebend gern um die Ecke schauen können, um mal einmal in die Hand zu blicken, aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Na, er hat doch was gefunden. Okay, erst noch ein Land raus. Also Mana-Basis hat er auf jeden Fall stehen. Ja, rot satt kann man sagen. Ja, Allerdings ist obwohl. natürlich auch hier mindestens ein Splash weiß und schwarz vorhanden. Ein Richtig. Oh, okay. Fliegender. Fliegend, Erstschlag, sehr gut. Okay, nur 1-2, aber wenn er ihn gepusht bekommt, ist First Strike natürlich hier, was die Blocken oder das Blocken angeht, schon mal ziemlich gut. Und jetzt macht sich auch die Verzerrung auf dem Bären sehr doch stark bemerkbar. Er ist jetzt nur noch 1-1 Genau, und der wird somit jetzt Blockfutter. sehr wahrscheinlich nicht angreifen wollen, wobei eben hat es so dermaßen nach dem Combat-Trick gerochen, dass ich glaube, schon irgendeine Form von Kreaturen-Push oder Damage wird vorhanden sein. Ja, das denke ich auch. Wir werden sehen, wie viel nimmt er. Aha, okay, Okay, der wieder nur mit den beiden. Aber nimmt Madu bei einige 13 Damage. HP. Ich denke, er wird, ja, er wird den Block riskieren. Ja, wobei diese Runde ist ja auch der feine Unterschied, dass auf Mardu-Seiten auch endlich Mana offen ist und zwar reichlich. Und auch da ist Ach, es der ja. Titanic Growth kommt. Plus 4, plus 4. Hat Madu noch was im Ärmel, um seinen dicken Brock zu retten? Eieiei. Er guckt noch mal durch. Und nein, okay. Okay. Ja, das war ein ziemlich großer Sargnagel gerade. Definitiv. Allerdings, hier kommt der 1-1 First Strike sehr zur Geltung. Der Bär ist weg. Also schon mal Naja, ein bisschen immerhin ein was. kleines Trostpflästerchen. Ein bisschen aufgeräumt. Vielleicht nicht die schlechteste Wahl. Jetzt zu gucken, dass er eventuell doch die Boardkontrolle über wenige Züge doch noch bekommt.
zu Fall bringen. Er will ihn kaputt hämmern mit 3 Schaden. Würde reichen. Aber er hat. Ah, okay. Er hat noch einen Counter auf der Hand. Und Ah. zum einen hätte er ihn nicht mehr bezahlen können, ein Mana mehr. Und zum anderen Phyrexios. Er hat eine Kreatur mit Power 4 und stärker. Er kann ihn gar nicht mehr bezahlen, um den Counter abzuwenden. Sehr schade. Das wäre eine gute Wende noch gewesen. Da hätte er die Brotkontrolle langsam wiederbekommen. Ja, es hätte definitiv nochmal Spannung in die Suppe gebracht, aber wir sind jetzt im Prinzip ja bei der Ausgangssituation, dass der Power 4 Bär genauso bedrohlich ist, dass er bald das Spiel beenden kann, wenn hier nichts passiert. Lebenspunkte sind bei 20 zu 13. Und 80. Mado greift an, anstatt zu blocken. Auch interessant. Auch Ich denke, er wird interessant. seinen Raid-Effekt triggern wollen. Ja, das sieht auch sehr danach aus. Und das ist dann vielleicht die gute Wahl, um den Vierer zu Hause lassen. Oder wie soll ich sagen? Vom Angriff abzuhalten. Ja, 2-1 Aha. und ein 1-1-Counter. Den Raid, also Überfall, ist getriggert. Und damit ist es wieder eine Gefahr für den 4-2er-Bären. Also gar nicht mal so schlecht gemacht. Er nimmt lieber die 2 Schaden durch den Bären hin, als die 4 vom anderen. Oh, da kommt noch mehr. Hat er sich da etwa etwas zurechtgelegt? Ah, die Krähen kommen ins Spiel, fliegen 2-2, leider getappt. Aber in der nächsten Runde steht er gut da und hat sogar die Bordkontrolle. Ja, das gefällt mir gar nicht schlecht. Oh, Also, und es geht okay. weiter. Einer Flammenhufkavalier kommt auch noch ins Spiel und ist auch noch aufpumpbar für plus 2, plus 0. Okay, das war die erhoffte explosive Runde. Und ich muss sagen, so wie das Board jetzt aussieht, gefällt es mir schon mal wirklich für die Madu-Seite sehr, sehr gut. Weil die Defensive auf dem Boden, die steht. Und ein bisschen Schaden von fliegenden Kreaturen wird jetzt auch konstant an den Start gehen, wenn da nichts kommt. Da haben die Bären dann kein Wörtchen mitzureden. Absolut, also Timur muss jetzt, oder Temur muss jetzt gucken, dass sie wirklich mal rauslegen oder mehr Blocker auch Ja. in der Luft reinkriegen oder halt ein paar ordentliche Zauber rausknallen, sonst sieht er sich jetzt gerade auf der Verliererseite. Definitiv zum ersten Mal eine ganz klare Wendung im Spiel. Ja, ob Mado das so lange geplant hat, ich meine, die Karten müsste er ja schon etwas länger auf der Hand haben, zumindest ein Teil davon. Ja, richtig. Gar nicht schlecht. Jetzt bin ich gespannt. Timur überlegt sehr lange. Aber gut, er steht jetzt wirklich unter Druck. Er hat wahrscheinlich schon ganz sicher oder sich selber sehr sicher gefühlt. Und jetzt muss er doch noch ins Trickkästchen greifen und haut noch einen Alpinen Grizzly raus. Okay. Ja, das biegt schon wieder ein bisschen was in seine Richtung Ja, zurück. jedoch noch kann er auf dem Boden nicht sonderlich viel ausrichten. Allerdings 19 zu 11. Also, wenn er es geschickt anstellt und eine vernünftige Karte auf der Hand hat, kann er den Sack ja schon bald zumachen. Da liegen immerhin schon theoretisch 10 Schaden, wenn er durchkommen würde. Ja, völlig richtig. Was ist von der roten Kreatur nochmal die Base Power und Toughness? War das 3-3 oder 2-2? 1-2 und jetzt ist sie 2-3. Achso, 1-2, okay. Oh, da bin ich gespannt. Beide überlegen jetzt ihre Züge etwas länger. Ist Ja. allerdings auch eine sehr entscheidende Phase jetzt. Wobei, Oh. also gerade eben hat die Timo-Seite angegriffen. Und zwar mit einem 2-2er, der offensichtlich sterben würde. So, das heißt, der Combat-Trick, der ist definitiv da. Mal gucken, ob jetzt die Malu-Seite das auch Ich berücksichtigt, glaube, der weil. Combat-Trick war eben das Titanic Growth. Ich denke nicht, dass Temur noch mehr da hat. Doch, ich glaube schon, weil schau mal, der Grizzly-Bär, der ist, oder wie auch immer, der Runed Ah, irgendwas genau, Bär, der er Runeclaw-Bier. ist getappt. Und das für einen Angriff von eben. Das stimmt. Das heißt, irgendwas ist in petto. Die Frage ist was? Und den Rest lasse ich jetzt mal Okay, offen. also er hat das Mana offen, um ihn zu pumpen und den 4-2er zu traden. Einer durch. Das macht er auch. Da kommt das plus 2 plus 0, also eine 3-1-Kreatur. Er geht auf das Graveyard. Gut, das war ein Trade. Ja, aktuell, er hat die Boardkontrolle, kann er machen. Ja, ich muss sagen, ich wundere mich. Also. Ah, okay, und jetzt noch ein Teilstürmer 2-2, Haste, aber er muss angreifen, wenn er kann, noch raus. Aber ich Ich bin frage mir mich nicht auch, sicher. warum hat er auf dem Boden angegriffen?
Das hätte er Ja, nicht ich machen sag mal, müssen. man kann durchaus 1:1 abtauschen, aber dann natürlich bitteschön zu seinen Gunsten. Naja, deswegen, wie gesagt, hätten wir Einblicke in die Hände der Spieler, würden wir es vielleicht genauer verstehen. Absolut, das ist wohl wahr. Allerdings finde ich den Tausch für Madu weitaus besser als für Timo. Ich glaube, als Timo-Spieler hätte ich alles durchgehen lassen. Ja, in der Tat. Das war auch meine Vermutung, dass es so passiert, aber genau genommen bin ich davon ausgegangen, dass dann natürlich irgendwie noch ein Titanic Growth oder ähnliches kommt, um das Ganze dann wirklich 1:1 abzutauschen und zwar ohne eine Kreatur abzugeben. Ja, absolut. Er hat noch Handkarten. Die Mana-Basis steht. Oh, jetzt will Madu es wissen. Okay, Jetzt will er es die wissen. All in. Aktionen sind sehr begrenzt hier, denn Und er muss angreifen. die beiden Flyer sind in dem Fall unblockbar. Das ist richtig. Also blockt er einen 2-2er mit seinem 2-2er. Gut, das ist ein Trade. Und, achso, Moment, Was macht er im soweit. Rest? Ja, und er kann nicht geblockt werden von Kreaturen mit einem Power oder Okay. Ähnliches. War der sowieso bei der Reiner-Gilde klar nicht das Problem. Wenn jetzt nicht weiter geblockt wird, wären das immerhin dezente 5 Schadenspunkte und somit auch die erste Führung für die Seite von Mardu im ganzen Spiel bis jetzt. Ja, aber er blockt weiter noch und opfert seinen letzten 4-2er, wenn da jetzt nicht was von seiner Hand kommt. Sind die beide tot? Es Kann ich kommt mir nichts. eigentlich nicht vorstellen, aber so ist es. Okay. Okay, das hätte ich nun wirklich nicht gedacht. Erschließt sich mir auch nicht. Gut, dafür kommt natürlich ein Marauder raus. Wenn er angreift, erhält er plus 2 plus 0, ist sonst 1-2. Und damit hat Temo einfach nichts mehr auf dem Board liegen. Also den Block hätte ich mir verkniffen. Also im Prinzip nochmal Power 3 mehr für die nächste Runde. Okay, damit ist ganz eindeutig die Wende geschafft in dem Spiel. Also wenn er nicht noch was auf der Hand hat und einen Plan, Da kommt dann der habe ich den Kommandant. Block nicht ganz nachvollziehen können. Ich sehe immer mein Das Plan geht A mir auch so. auflaufen. Ich habe gedacht, auf roter Seite von Temur, ich meine, rot heißt, es besteht immer die Option auf Oh, Mass Moment, was ist denn da? Removal, Ich muss mal. ich sehe gerade so verschwommen. Ja, ich ruf mal kurz in die Regie weiter. Einen Moment, bitte. Nein. Jupp! Das heißt, Jupp, die Kamera! da habe ich was sehen. Nicht schlafe! Mach das! Mann! Stopp! Ja, Jupp ist wieder eingepennt. Ja, aber er kümmert sich drum. Ich denke, wir sollten bald wieder ein Bild bekommen. Okay. Und er hat Allerdings. entscheidend. Oh, Jupp! Ah, ich bekomme. Ja, er ist jetzt an der Wenn Kamera. er jetzt Okay. sich nicht beeilt, Da. dann gibt hier nichts mehr zu sehen. So. Ja, da ist er wieder an der Kamera. Ich habe gerade die Anweisung aus der Regie bekommen. Er ist leider wieder angeschlafen. Entschuldigt bitte, liebe Zuschauer. Das passiert leider mal bei ihm. Ja. Wir haben aber gesehen, Madu hat noch jemanden rausgebracht. Wieder den gleichen von eben mit Raid natürlich. Und Temur jetzt auch. Allerdings wird ihm das nicht mehr viel helfen. Es steht 6 zu 11. Mit den zwei Flyern. Gegen die zwei Flyer kann er nichts mehr machen. Auf dem Boden sind zwei. Nun gut, es sind keine Brecher, aber sie reichen definitiv, um den Gar auszumachen. Ja, um nochmal gerade den Gedankengang von vorhin, bevor Jupp hier wieder sein Nickerchen angesetzt hatte, zu Ende zu bringen. Und zwar, ich hätte gedacht, nachdem da so merkwürdig getradet wurde auf der Temo-Seite, dass etwas wie ein Pyroclasm in der Art kommt, dass halt wirklich das Spielfeld wegsäbelt, ja, und dass Ja. er einfach sich den Attack damit sparen wollte, egal wie schlecht der Trade ist. Absolut. Aber bis jetzt kam noch nichts. Vielleicht Oh, fehlt ihm das entscheidende Mana? da Nein. ist das GG. Okay. Mit einem Flash du das, die Defense komplett gebrochen und einfach einmal durchgerannt. Madu gewinnt die erste Partie um die Wüste. Ein schöner Turnaround, kann man sagen, durchaus nochmal im Midgame richtig Würz reingebracht und das Ruder rumgerissen. Gratulation. Definitiv sehr, sehr schönes Match. Einige Blocks auf Seiten Temo habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Und sehr schade, dass er nach einem so starken Auftakt leider keine Hand mehr hatte und nicht den Druck aufrechthalten konnte. Dann wäre es wahrscheinlich noch ein etwas interessanteres Game geworden. Aber wir konnten auf beiden Seiten zumindest die Mechanismen begutachten, gerade den Raid-Effekt. Und einmal immerhin auch für Rossius auf Seiten Temo. Absolut. Was fürs Auge war natürlich dabei und für die Leute, die es noch nicht kannten, die haben jetzt auch ein bisschen die Einblicke gewonnen, die sie vermutlich auch erhofft haben, so auch ich. Und mit diesen schönen Bildern und schönen Worten würde ich sagen, vielen Dank, Ralf, fürs Mitkommentieren und wir sehen uns im nächsten Match, wer auch immer Gut. gegeneinander antritt. Gut, dann auch Dank von mir und bis bald. Mach's gut, tschüss! Tschö.